Folge Nummer 18 von Avorion. Ja, wir sind unterwegs hier, um Personal aufzufrischen. Dafür müssen wir natürlich hier reingehen, gucken in die Crew rein und müssen Bergbauleute haben. Zwei Stück an der Zahl, weil die in dem Schiff fehlten, ne? So, jetzt weiß ich nicht, wir heuern die erstmal an. Der Thomas Stehle hatte natürlich wieder geschrieben und mich darauf hingewiesen, was ich denn alles wieder im Argen habe. Danke dafür, Thomas. Das ist super, dass du das unterstützt. Ich muss das gleich durcharbeiten. Wir machen gerade erst die Bergbauleute hier einmal fertig. Und dann schauen wir weiter. Wir gehen in P rein. Hier, das ist zum Beispiel diese unbewaffnete Geschichte. Wir haben hier ein Eisenbergbaugeschützturm und mehr nicht. Das ist auch schon nicht gut. Da müssen wir gucken, dass wir mehr kriegen. Das hat der Thomas auch geschrieben. Und wir wollen jetzt in Personal reingucken und er hat die automatisch da reingesetzt. Aha, interessant. Jetzt habe ich zwei Leute. Manu, es wird Besatzungsmittel entfernen. Sie werden verschwinden und kein Geld wird rückerstattet. Das ist das Problem, das hat der Thomas mir ja auch geschrieben, dass da automatisch aus diesem Slot Leute hinzugefügt werden. So, jetzt habe ich zwei Bergbauleute gerade gekauft. Es war aber eine Person schon hier oben drin. Die wurde jetzt automatisch hinzugefügt. Wenn ich die jetzt hier wegmache, aha, dann habe ich nur 1,5 von zwei Bergbauleuten, weil einer nicht so gut ist. Oder wie sehe ich das? Wieso räumt er mir jetzt hier die Leute raus, die eigentlich dafür, ne? Jetzt habe ich keinen. Ich hatte hier einen. Das ist für mich, muss ich erst gucken, dass ich die loswerde? Oder wie ist das? Ich verstehe nicht so ganz, wie das hier klappen soll, ne? Ja, aber wir haben jetzt zwar ein bisschen Geld gerade rausgeschmissen sozusagen, weil wir die Leute hier hatten. Crew handeln ist klar. Jetzt gucken wir nochmal nach den zwei Bergbauleuten. Da hoffen wir, dass sie noch welche haben, aber es ist ja noch gut so. So, die heuern wir an. Und ich sag mal, wir können auch gleichzeitig hier noch mal vier von der Sorte mitnehmen. Hier unten sehe ich jetzt, was auf dem Schiff ist, ne? Jetzt, das versteht jetzt wieder keiner. Drei Bergbauleute. Was zeigt er mir da an? Warum? Ist mir jetzt gerade unerklärlich, was da gerade angesprochen wird. Ich habe drei Arbeitskräfte und zwei. Jetzt ist es auch gelb. Warnung, das wird Besatzungsmittel entfernen. Sie werden verschwinden und kein Geld rücken. Ich möchte die eigentlich in das Pool hier zurückhaben. Das ist das, was ich gerne hätte. Aber das funktioniert wohl nicht, ne? Der Kapitän ist drauf. Also das Schiff funktioniert alleine. Das ist schon mal gut. Das hat der Thomas auch geschrieben, dass ich auf jedem Schiff einen Kapitän brauche. Ich meine, ich hätte bis auf das letzte, weil wir noch keinen Kapitän da hatten, hätte ich auch überall Kapitäne gehabt. Ja, hier definitiv Airlaser müssen wir irgendwo herkriegen. Da sind wir eigentlich auch unterwegs. Das ist ja unser Hauptziel gerade, die zu kriegen. Und dann müssen wir Schiffe haben mit einem größeren Frachtraum. Das hat der Thomas auch geschrieben, weil wir die dann am Depot ja umformen müssen, ne? Das ist auch klar. Ressourcen verkaufen habe ich für einen billigen Preis gemacht, 1,6, weil ich da überhaupt nicht den Überblick hatte, was ist gut, was ist schlecht. Jetzt weiß ich es, 1,6 war schlecht, 2,5 ist er danach schon irgendwie gestiegen, hat er mir geschrieben. Und jetzt ist es irgendwie, dass es bei 4 ein guter Preis gewesen wäre, da wo ich gestartet bin. Beim eigenen Depot ist es wohl irgendwas bei 6,4, wenn das man da verkauft, dann ist das natürlich ein Top-Preis, ne? Gut, das muss ich dann auch noch lernen und wissen und naja, das ist immer so etwas schwierig. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ich schon abgehandelt habe. Titan ist wichtig, das weiß ich. Letztes Mal hatte ich einen Cut drin. Ich habe definitiv drei oder vier Dingens, Asteroiden, das Titan rausgeholt bei dem Cut. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich da auch im Kern einen gefunden hatte, beziehungsweise gesehen habe. Wahrscheinlich habe ich es übersehen. Der Thomas hat es gesehen, weil er das erkannt hat. Er ist da doch gut am Schauen, das ist auch prima so und dass man mich darauf hinweist. Das heißt, in dem letzten Sektor, wo wir waren, oder ist es dieser? Ne, dieser war das nicht, ne? Wir sind doch schon weitergereist, oder? Auf jeden Fall, ne, wir sind im anderen Schiff gelandet, so ist es. Wir müssen nachher wieder zurück, so ist es. Wir haben ja diese Lady erstmal. Gut, da müssen wir dann halt gucken, dass wir in dem Sektor noch die Titanvorkommen holen, die versteckt sind sozusagen. Gut, was schaue ich mal gerade einfach, jetzt machen wir hier. Titan hatte ich angesprochen, Basis-Rohstoffanforderungen, die wir jetzt haben, hat der Thomas geschrieben, habe ich schon besprochen, müssen wir gucken, dass wir da weiterkommen. Wir wollen ja auch die Dingens Miner ausbauen, da sind wir auch schon hinter, dass ich habe natürlich letztes Mal hier zu wenig gekauft, hier Dingens, und wir sollten definitiv hier noch
Dinge einbauen, die uns mehr unbewaffnete Dingens, sag schon, Geschütztürme reinbauen, dass wir mehr Miner haben. Da gibt es ganz günstige, hat er geschrieben, von 1500 bis 5000 liegen die irgendwie nur. Und dafür kriegt man dann solche einfachen Geschütztürmen-Kontrollsysteme wie dieses hier zum Beispiel. Da gibt es 3 unbewaffnete Geschütze hinzu und wenn ich es noch fest einbaue, gibt es sogar noch ein 4. hinzu. Ne? Gegenspruch ist natürlich, ich muss immer auf meine Megawatt da aufpassen, dass ich die Energieverbrauch da reinkriege. Aber das muss man dann gucken. Das war der nächste Punkt, den er auch angesprochen hatte. Ich habe ein Energiemodul gekauft, was einen Haufen Moos gekostet hatte und viel einfacher wäre gewesen, mal gerade eben einen Energiegenerator aus Titan zu bauen, der dann die Leistung bringt. Also das ist schon ganz klar, da habe ich natürlich voll den Mist gebaut. Der Thomas hat aufgepasst und wirft mir das gegen den Spiegel. Super, danke. Da müssen wir gucken, dass es so da ein bisschen besser wird. Okay, ich gucke nochmal durch. Das mit den Kapitänen hatten wir angesprochen. Das mit dem Anbau und Festinstallation der Dingens brauchen wir auch. Wir brauchen mehr Lagerraum dann, wenn wir Airlaser haben. Das ist auch klar. Und ich habe in diesem Schiff jetzt nicht, in einem anderen Schiff habe ich dann ein Bergbausystem eingebaut in Blau, was wohl Unmengen an Dingens kostet. Sag schon, haben wir hier überhaupt ein Bergbausystem? Nein, haben wir hier nicht. Da kann ich jetzt nichts vergleichen, sonst das ist also recht teuer gewesen in dem Verbrauch und ein anderes, was billiger ist, ist dann natürlich besser, weil so ein automatisches Schiff braucht wahrscheinlich gar nicht so ein gutes System, weil wir sehen sowieso nicht, wie weit die Ressourcen sind und der fliegt da so durch die Gegend, dass er sie wahrscheinlich entdeckt und auch weiß, dass die da sind. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Der Thomas wird mir das aber bestimmt schreiben und bestätigen oder so oder dementieren halt. Ja, gut. Weiter, haben wir noch was? Das Geldverhältnis habe ich auch angesprochen. Ja, das mit den Leuten ist auch klar, ne? Das hatten wir auch hier. Da die Leute, das war der letzte Punkt, den er mir, glaube ich, geschrieben hat. Leider werden die Leute nicht geschult. Doof ist, dass ich normale Arbeitskräfte nicht hinzufügen kann und dass ich dann halt das wieder rauskriege. Jetzt, für mich ist jetzt hier gerade, ich habe eben alle rausgekickt, die hier waren, oder? Ich hatte keine Leute und habe dann 2 Leute eingestellt. Das ist hier, ich habe 2 Leute und das sind Arbeitsbrauch, weil die so cool sind, ist das, jetzt komme ich dahinter mit der 3. 1,5 pro Arbeitskraft für die ausgebildeten Leute. Das heißt, es sind 3. Das heißt, es ist ein Überschuss in dem Sinne hier. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt noch weiter ausbaue, brauche ich irgendwann nicht mehr so viele Leute gegenüber Kanonen. Alles klar, jetzt komme ich dahinter. Gut, ich glaube, ich habe soweit alles erstmal abgefrühstückt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hinkriegen. Wir müssen mal schauen, warte mal, wir machen mal hier ein F, aber ich weiß nicht, wie es mit Q hier ist. Ich glaube, hier gab es keinen Kapitän, nein, gibt es nicht. Wir brauchen noch einen Kapitän für das eine Schiff und das ist dann okay soweit. Nochmal ein F rein und wir können mal gerade in die Güter schauen, aber wir haben ja sowieso nichts hier in der Lady drin, ne? Das brauchen wir gar nicht schauen. War noch was wir hier machen können? Lizenz für besondere Güter kaufen? Ich glaube, da sind wir erstmal gerade raus, oder? Ja, das ist viel Geld. Wir können hier Transport für Gefahrgüter natürlich da machen, aber das lassen wir erstmal weg. Wir haben erstmal die Möglichkeit, so weiterzukommen. So, das bedeutet jetzt, dass dieses Schifflein hier weg kann. Und was sagt die Karte mir? Die Karte sagt mir, dass es hier noch 516 Asteroiden gibt. Dann könnte die Lady eigentlich, was ist Stationen und, ach, sind das eigene Stationen, die ich dann an- und ausklicken kann, okay. Tipps verbergen, alles klar. Wo sind wir? Hier sind wir. Hier ist die Lady jetzt drin. Wir haben 516 Asteroiden und die kann jetzt eigentlich hier farmen gehen. Wir steigen aus. Wir haben keine Erlaubnis, das Schiff zu betreten. Ich wollte das Schiff auch nicht betreten. Ich wollte einfach die Lady hier jetzt losschicken zum Farmen. So. Aber wir müssen gucken, dass wir halt weiterkommen. Das entfernt sich jetzt von mir. Aha, das ist ja sehr schön gemacht. Und jetzt erst seitlich weg und dann fliegt es vorwärts.
Okay, nicht vorwärts, sondern so runter. Krass. So, geht in das Feld rein und mehret euch und sammelt da die Asteroiden ein. Wir brauchen also noch genug. Da fehlt uns schon mal ein Bergbausystem. Was fehlt uns in den anderen? Gute Frage, ne? Das springt noch wie durch die Gegend. Also die Lady hat einen Kapitän, das hat auch einen Kapitän. Der Miner hat eins, hat auch einen Kapitän, sonst wird er nicht abbauen. Der Miner 3 hat keinen Kapitän, weil er tot da rumsteht wahrscheinlich. Und der springt auch durch die Gegend, ist ein Kapitän. Das heißt, wir gehen jetzt mal wahrscheinlich hier in den Miner 3 erstmal rein, weil der Kapitän es los ist. Im Sektor, im Schiff, im Sektor wechseln. Ja, das machen wir jetzt. Und da gibt es ja auch einen Ausrüstungsdock und so. Da müssen wir da mal gerade reingucken, dass wir da nochmal hinkommen. So. Da sind wir jetzt. Raus aus der Karte einmal. Achso, das ist dieses schicke Schiff. Das ist Ressourcendepot. Ja, wir sind noch nicht weit weg vom Ausrüstungsdock, ne, oder? Da ist es. Können wir aber auch aus der Entfernung mal gerade reingucken, was zum Beispiel die Crew sagt. Okay, da gibt's nichts. Also gibt's schon was, aber nicht das, was wir brauchen. Und wir kriegten ja, weil wir hier keine Beziehung gut haben, auch keine Leute für. Das bedeutet noch Ausrüstung handeln. Und so, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo der Thomas gesagt hat, wir sollten hier gucken, dass wir Standardklamotten kriegen. Gibt es natürlich, warte mal, das ist ein C-Detektor-Transporter-Software, Standard-Radar-Upgrade, Traktorstrahl, Quantum-Hyperraum-Upgrade, Batterie, das ist alles, das Quantum-Hyper-Upgrade, das wäre dann noch interessant, aber ich weiß jetzt auch nicht, welches Schiff ich schon was gekauft habe und welches nicht, ne? Lädt die Energie hoch, das heißt, das bringt mir gar nichts, also bringt mir schon was, aber nicht jetzt so, dass ich da sagen würde, jo, das ist das, was ich haben möchte, sondern ich möchte ja etwas haben, wo meine Reichweite auch erhöht wird. So, Geschützkontrollsystem kostet dann hier richtig Asche, das lassen wir mal weg. Und sonst ist jetzt hier nicht wirklich was da, dann gehen wir hier rein, Doppeltitan-Abwrackgeschützturm, nee, abwracken wollen wir nicht, wir brauchen was für Doppel-Eisen-Bergbaugeschützturm. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo der Thomas sagte, dass sich das dann die Grauen, das sind ja die Weißen, er meint die Grauen. Eisenbergbaugeschützturm kostet 15. Zwei Bergmänner brauchen die, Schadenstyp ist Energie, ist klar, okay, das würde bedeuten, ich sollte den kaufen wahrscheinlich. Wir haben jetzt gerade, wie viel Geld hier? Ich glaube 63, ne? Sieht man nicht so gut. Wir gucken gerade noch durch, Fraktionen. Wir müssen auch gucken, dass wir Geld behalten, weil sonst geht es auch ganz schnell zu Ende, ne? Gegenstände verkaufen? Ne, will ich jetzt nicht. Zurückkaufen war ja nichts, haben wir noch nichts verkauft. Also das bedeutet, wir sollten hier noch die 15.000 nehmen. Aber wir müssen immer dran denken, dass unsere Leute auch bezahlt werden wollen. Also es wäre jetzt dieser hier zu kaufen. Okay, ich muss gedockt sein, ist klar. Dann haben wir hier noch einen für 16, das wären schon 30. Ja, zwei Stück, 30.000. Aber ich bin mir sicher, dass wir da jetzt erstmal Geld machen müssten. Und das ist jetzt dieses mit dem Hin- und Herspringen, was der Thomas sagte. Wir müssten jetzt schauen, dass wir an einen Dock kommen, wo wir, ne, Ressourcendepot kommen, wo wir dann einen guten Preis erlangen. Rohe Erze raffinieren, Ressourcen handeln. So, Eisen. Jetzt habe ich absolut keinen blassen Schimmer. 16,4 hört sich doch richtig gut an, aber aha, hier sind die 2,5. Das liegt das daran, dass das gestiegen ist, weil wir mit denen gut Freund geworden sind, dadurch, dass wir was verkauft haben. Und deswegen haben wir hier einen besseren Wert gekriegt. Wahrscheinlich, oder? So, ich bin jetzt aber nicht damit. Wir fliegen und verkaufen das hier, obwohl ich mit dem Springen habe. Das ist jetzt die Frage, ne?
Wahrscheinlich muss ich hier irgendwo hinspringen. Da gibt es ein Ressourcendepot. Wenn ich da hinspringe, dann würde ich das sehen, wie die Ressourcen da kosten. Die Lady macht da ja einen Abbau. Ist da auch ein... Nee, Handelsposten. Wir müssten da einmal hinspringen, um zu gucken. Schiffe von die... der Sektor ist von den Freibeutern ausgezeichnet und hier sind wir nur neutral. Das heißt, da würde der Preis wahrscheinlich noch besser sein. Jo. Gute Frage, ne? Ich denke, wir steigen mal gerade aus. Und hat das Schiff einen Kapitän? War das jetzt mit oder ohne? Kann man da rüberspringen? Das war der Miner 3. So, Miner 3. Shift halten. Befehle verketten. Shift halten. Befehle verketten. Tut aber nicht. Ich wieder hier. Falschen Klick gemacht wahrscheinlich. Das Schiff hat keinen Kapitän. Das ist also das Schiff ohne Kapitän. Super. Jetzt wäre zu überlegen, das mit der Lady hier nochmal abzubrechen, die Lady zu besetzen und mit der Lady dann dahin zu fliegen, oder? Nützt nichts, dieses Schiff muss jetzt erstmal einen Kapitän kriegen und dann suchen wir erstmal weiter. Das ist jetzt, wir haben jetzt hier zwar Geld, aber ich glaube, wir gehen wieder ins Schiff rein. Und kümmern uns erstmal darum, dass wir hier einen Kapitän kriegen, dass es alleine fliegen kann, oder? So, wo könnten wir einen Kapitän kriegen? Hier kriegen wir sowieso keine, weil unsere Bewertung schlecht ist. Also, das heißt, wir müssen nach Nordwest fliegen. Hier war doch in der Nähe auch eben ein Tor, da ist es. Nordwest. Dann geht die Reise dahin und dann gucken wir, dass wir erstmal in den ausgezeichneten Sektor kommen, wo die Freibeuter sind, wo wir gut Freund mit sind und sammeln da mal Sachen ein und verkaufen da auch Sachen. Alles klar. Aber ich würde sagen, wir machen erst einen Cut. Der Thomas schreibt mir bestimmt noch, ob ich das alles so richtig verstanden habe und ob wir das auch so richtig umsetzen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen, wahrscheinlich dann schon in dem Sektor, wo wir hinwollen. Das mache ich dann zwischendurch. Alles klar, wir sehen uns. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und gerne macht ein Abo und gerne tut einen Daumen hoch geben. Und okay, das Licht flackert, das heißt, wir haben gerade wieder keinen Saft. Macht euch gerne auch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und sonst haben wir noch gerne Kommentare. Der Thomas macht das ja fleißig, finde ich super. Das ist cool, dass der das macht. Und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, das Video auf anderen Kanälen zu teilen. Macht das gerne auch, dann kriegen wir das zusammen. Okay, ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.